Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Waterland Video. Und heute möchte ich mal das noch nicht fertig gebaute Stockwerk in meinem Haus einrichten. Und zwar gehen wir da ganz kurz mal hoch. Und Leute, ich hatte eigentlich gerade schon mal ein Video aufgenommen, wo ich hier draußen diesen Platz gebaut habe. Aber leider ist mir die Aufnahme abgebrochen und es fehlt über die Hälfte. Also die Timelapse ist kurz nachdem ich angefangen habe abgebrochen. Aber ich wollte euch den Platz jetzt einfach trotzdem mal kurz zeigen. Ich will jetzt hier so eine Art Hobbyraum reinmachen. Hier so eine kleine Bar hin, Spielautomaten, irgendwie sowas. Und was hier reinkommt, seht ihr dann im nächsten Video. Die, wo von Anfang an schon Waterland schauen, wissen es vielleicht schon. Da können es ahnen, was hier reinkommt. Weil wir sind schließlich in der 1.13. Was muss man denn da machen in einem Haus? Hier drüben kann man dann jetzt noch raufgehen aufs Dach. Und von hier oben, also ich habe hier extra offen gelassen, deswegen kann ich dann immer schön mit meiner Elytra fliegen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Timelapse, wie ich da oben alles fertig baue. So Leute, ich bin fertig mit dem Bauen und wir schauen uns das jetzt gerade mal ganz kurz an. Also hier habe ich so einen kleinen Eingangsbereich gemacht, hier kann man sich ein bisschen hinstellen und talken. Dann habe ich hier so zwei so Spielautomaten, hier ist eine kleine Bar, die finde ich mega nice geworden. Oh Gott, das Bug. Ja moin, da haben wir so einen kleinen Grafikfehler drin. Ja, das ist ja scheiße, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja moin, muss ich mal gucken, ob ich das noch anders mache, aber ich finde die Barhocker so an sich eigentlich mega geil. Deshalb würde ich die halt gern lassen. Hier in der Mitte kann man sich hinsetzen und essen. Und um die Ecke hier, wie gesagt, kümmern wir uns im nächsten Video. Und dann habe ich jetzt hier noch, teilweise habe ich die Rüstung extra gecraftet, aber einen Großteil hatte ich ja schon. Zum Beispiel hier die Rüstung, weil das Projekt geht langsam dem Ende zu, deshalb werde ich sie auch nicht mehr so oft brauchen. Und die ist sowieso nicht so krass enchantet, die hier. Kommt hier hinten meine... Ne, machen wir es anders da. Wir tun hier meine Dia-Rüstung hin. An den zweiten Armor-Stand kommt jetzt eine klassische Lederrüstung einfach hin mit der Elytra dran. Das finde ich auch mega nice. Und hier hinten habe ich gedacht, tue ich einfach eine ganz normale Eisenrüstung hin. Wieso habe ich jetzt den Helm auf? Naja, egal. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ich mich sehr über positives Feedback und einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!